Übrigens zu Regensburg an der Donau ist mir noch folgender Gedanke gekommen. Ich weiß gar nicht, ob das schiffbar ist bis Regensburg. Ansonsten könnte man von Wuppertal mit dem Horstboot nach Regensburg fahren. Man muss aufpassen am Wupperwehr, am Wupperkotten, dass man das nicht beschädigt. Der Antrag aufs Schiffshebewerk ist gestellt worden bei der Bezirksregierung Köln, ist für diese Seite des Wupperufers zuständig. Wir fiebern dem entgegen. So. Eingabe zum Antrag der Beklagten. Zur Zuständigkeit. Der Antrag der Beklagten vom ist bla 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 ist zu verwerfen. Das heißt, es besteht Zuständigkeit nach dem Arbeitsgerichtsgesetz. Ich führe das Arbeitsgerichtsgesetz an, ich zitiere nach. Das gesamte Arbeitsrecht, Wacheller Fachverlag, Regensburg 2016, Seite 543. Arbeitsgerichtsgesetz, erster Teil, allgemeine Vorschriften, Paragraph 2, Paragraph ausgeschrieben, die 2 auch, Zuständigkeit im Urteilsverfahren. Und dann kommt das Zitat. So, das hier kann man betonen. Und hier das Zitat. Ja, das Gespür übrigens. Ja. Die Gerichte für Arbeitssachen sind ausschließlich zuständig für ständig Klatschrad für so, und dann kommt eine Runde klein, eine Zeile mit 3 Punkten und dann wird hier drittens geschrieben. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten. Übrigens, an der Stelle darf man die Zahlen nicht mehr ausschreiben, weil es sich um ein Zitat handelt. Da muss man das so machen, wie das da in dem Buch steht. So, Arbeitnehmern und Arbeitgebern.
So, dann kommt wieder eine Leerzeile, also eine Zeile mit einer runden Klammer mit drei Punkten drin. So. Und dann kommt da das C. Aus Verhandlungen über die Eingehung eines Arbeitsverhältnisses und aus dessen Nachwirkungen. Semikolon. Eingehung. Ich weiß nicht, warum da nicht über das Eingehen steht eines Arbeitsverhältnisses, sondern über die Eingehung. Der Text spricht für den IQ des Arbeitsrichters, den ich heute erlebt habe. Er liegt irgendwo um 180. Der ist zu absoluter Abstraktion fertig. Der fähig, deshalb kann er auch mit über die Eingehung leben. Ich bin so ein bisschen doof, bei mir heißt das über das Eingehen eines Arbeitsverhältnisses. Dann nennt sich die Semikolon. Ich hätte mal den Arbeitsrichter nach der Bedeutung des Semikolons fragen. Dann kommen wir eine runde Klammer mit drei Punkten. Dann steht er nämlich in Rechtsstreitigkeit nach diesen Vorschriften, findet das Urteilsverfahren statt. Ich reiße das hier mal aus, drehe das um. Es ist schon erschreckend. Die Deppen müssen nur da reingucken und da steht das drin. Wir haben 40 Stunden die Woche nichts anderes zu tun, als diesen Schinken zu lesen. Güteverhandlung dauert 10 Minuten. Das ist eine absolute Frechheit. In Rechtsstreitigkeiten nach diesen Vorschriften findet das Urteilsverfahren statt. Ich glaube, der hat Drogen genommen. Der ist sich immer rot geworden, als er die Scheiße erzählt hat.
So. Dann kann man es nochmal hinschreiben. Und ich schreibe jetzt nicht die Eingehung, sondern das Eingehen. Es handelt sich um eine Rechtsstreitigkeit über das Eingehen. Fazit für den Praktiker. In Richterrobe. So. Ich schreibe da auch immer Fazit für den Praktiker hin. Fazit für den Praktiker, das kann ich mir nicht verkneifen. Steht nur Eingabe zum Antrag der Beklagten, aber Fazit für den Praktiker muss jetzt alles nochmal sein. Ich muss aufpassen, ich hätte den Typen beinahe dummen Wichser genannt. So. Fazit für den Praktiker. Es handelt sich um eine Rechtsstreitigkeit über das Eingehen eines Arbeitsverhältnisses und aus meine Rechtsstreitigkeit über Verhandlungen, Ausverhandlungen über das Eingehen, Ausverhandlungen. Das Urteilsverfahren findet statt. Mit freundlichen Grüßen, Dino Alexander Schauch. Sehr schön. Oh, ich habe noch Zeit auf der Uhr, dann kann ich jetzt zum Urteilsverfahren vorlesen, da weiß ich schon, was das ist.
So, Urteilsverfahren. Ich wollte nachgucken, wo das dazu was steht. Wenn uns das interessiert, dann wissen wir nicht. Erster Abschnitt Urteilsverfahren. Das ist ab Paragraf 46. So. Ich lese aber, glaube ich. Ach, ich lese einfach weiter. So, wir waren bei. Zuständigkeit im Büro, Beschlussverfahren. Habe ich auch schon vorgelesen. Absatz 1. Ja, leider schon. Die Arbeitsgerichtsbarkeit kann nach Maßgabe der Paragraphen 101 bis 110 ausgeschlossen werden. So. Die hat sogar die falschen Paragraphen angeführt. Kann ich sie auch mal darauf aufmerksam machen. Die hat 48 angeführt. Ach ja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, aber wetten, ich verliere trotzdem. Ich finde sowas so dermaßen daneben, das kann ich. Ich weiß gar nicht, warum man mir so einen Scheißantrag überhaupt zustellt und nicht einfach direkt den Papierkorb und den Reißwolf bin. Ey, ich krieg die Krise bei so Arbeiten eigentlich dann. Beschäftigung mit gar nichts. Da wird nichts produziert, da wird nichts Sinnvolles gemacht, da sitzt nur einer, der onduliert sich, macht sich schick und... Was für ein Gockel. Begriff des Arbeitnehmers, das bin ich. Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. Als Arbeitnehmer gelten auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten. § 1 des Heimarbeitsgesetzes vom 14. März 1951, Bundesgesetzblatt 1, Seite 191, sowie sonstige Personen, Angestellter oder ich war Angestellter. Sowie sonstige Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind. Ich bin unselbstständig, ich erziele keine Einnahmen aus Selbstständiger. Entschuldigung. Als Arbeitnehmer gelten nicht in Betrieben einer juristischen Person oder einer Personengesamtheit Personen, die Kraft Gesetzes, Satzung oder Gesellschaftsvertrags allein oder als Mitglied des Vertretungsorgans zur Vertretung der juristischen Person oder der Personengesamtheit berufen sind. Cool. Auf Deutsch
Lehrer, die in der Schulleitung sind, und das ist ab A14 der Fall, das sind keine Arbeitnehmer. Und Beamte grundsätzlich nicht. Beamte, also auch angestellte Lehrer, die in der Schulleitung sind, sind keine Arbeitnehmer. Beamte sind als solche keine Arbeitnehmer. Wenn ich das hier richtig verstehe, ist jeder beamtete Lehrer als zur Vertretung der Schule berufen. Und bei den anderen richtet es sich nach dem Geld, was die kriegen. Das ist schon interessant.